Papa, wie schön, dass du wieder da bist. Hallo Greta, hallo Bello, ich hab euch auch vermisst. Hallo Peter. Hallo Victoria. So Familie, heute hatte ich meinen letzten Tag im Büro. Wir sollen zu Hause bleiben, damit wir uns nicht alle anstecken. Hey Papa, arbeitest du dann gar nicht? Doch, ich muss dann von zu Hause aus arbeiten. Und, wie arbeitest du zu Hause, Papa? Greta, ich arbeite mit meinem Laptop zu Hause. Das ist ein kleiner, tragbarer Computer. Und ihr müsst euch benehmen, weil mich immer Kunden anrufen können. Kriegt ihr das hin? Bestimmt, Papa. Wir sind doch schon groß und vernünftig. Am nächsten Tag. Ich muss jetzt ein paar Sachen einkaufen. Kann ich euch ein paar Minuten alleine lassen? Papa ist ja da, aber er muss arbeiten. Na klar, Mama. Wir lassen Papa in Ruhe arbeiten. Anna, ich hab Durst. Jetzt nicht, Greta. Papa, ich hab Durst. Kannst du mir was zu trinken geben? Greta, frag bitte deine Schwester. Hab ich schon. Sie telefoniert. Dann soll sie auflegen und dir was zu trinken geben. Anna, kannst du mir etwas zu trinken geben? Ich hab Durst. Ja, Greta, sofort. Ich telefoniere. Anna, Papa hat gesagt, du sollst das jetzt machen. Oh, gleich, Greta. Warte kurz. Ich habe Durst. Anna, gib bitte Greta was zu trinken. Ja, mach ich. Papa, mir ist langweilig. Ja, ich weiß, Greta. Ich kann leider jetzt nicht mit dir spielen. Frag bitte deine Schwester. Die hat keine Lust. Frag sie bitte trotzdem. Anna, komm mir spielen. Muss das sein? Ich wollte jetzt lesen. Aber mir ist langweilig. Leute, bei diesem Lärm kann ich nicht arbeiten. Aber Papa, mir ist so langweilig. Na dann komm, wir spielen eine Runde, Mensch, ärger dich nicht, bis Mama kommt. Nur das will ich jetzt nicht. Darf ich rausgehen und mir jemanden zum Spielen suchen? Nein, Greta, das sollt ihr jetzt nicht machen. Warum denn nicht? Damit ihr euch nicht gegenseitig ansteckt. Ach Papa, ich will doch aber rausgehen. Wir beide können uns ja mal die Rede von Angela Merkel ansehen. Wer ist Frau Merkel? Das ist unsere Bundeskanzlerin. Was ist Bundeskanzlerin? Sie ist das Oberhaupt von Deutschland sozusagen. Ist sie sowas wie die Chefin von Deutschland? Ja, so kann man es sagen. So, Greta, es geht los. Liebe Bürger und Bürgerinnen, aufgrund der derzeitigen Situation bitte ich Sie, zu Hause zu bleiben. Sie sollten das Haus nur in dringenden Fällen, wie zum Beispiel zum Einkaufen, Arzt oder Apotheke verlassen. Wenn jetzt alle mitziehen und vernünftig sind, werden wir hoffentlich das Ganze schnell überstehen. Machen Sie es sich zu Hause gemütlich und genießen Sie die ruhigen und nicht so hektischen Tage. Hast du gehört, Greta? Na toll, dann gehe ich hoch in mein Zimmer. Ich bin wieder da. Frau Merkel hat eben eine Ansprache gehalten, dass wir jetzt das Haus möglichst nicht mehr verlassen sollten. Dann sollten wir ab jetzt einen Wocheneinkaufszettel machen und nur noch einmal pro Woche einkaufen. Puh, das werden aber ganz schön langweilige Wochen werden. Was machen wir denn den ganzen Tag? Ach, wir können die Sachen machen, zu denen wir sonst nicht kommen. Klamotten aussortieren, Schränke ausmisten, Bücher lesen, Serien gucken. Entspannen, Peter, einfach entspannen. Oh, Schränke ausmisten hört sich aber nicht nach Entspannen an. Dann halt nicht die Schränke ausmisten, sondern, keine Ahnung, mach einen Wellness-Tag oder so. Ja, das ist eine gute Idee. Ich mache noch ein paar Sachen fertig und dann lege ich mich mal in die Badewanne. Ach Teddy, was würdest du denn machen? Ich würde so gern auf dem Spielplatz schaukeln. Aber leider darf ich das nicht. Jansen, hallo? Ja, hallo, hier ist Heinrich. Kann ich mit Greta sprechen? Hallo Heinrich, ja, ich gebe sie dir. Hey Greta, Heinrich ist für dich am Telefon. Hallo Greta, was machst du so? Ach, nix. Ist dir auch so langweilig? Ja, total. Ich hab keine Ahnung, was ich noch machen soll. Ich auch nicht. Wollen wir zum Spielplatz gehen? Ich darf nicht rausgehen. Naja, ich auch nicht, aber wir können es ja heimlich machen. Bist du dabei? Okay, dann treffen wir uns gleich auf dem Spielplatz. Etwas später am Spielplatz. Und, haben deine Eltern was mitbekommen? Ich glaube nicht. Meine auch nicht. Wollen wir schaukeln? Ja klar, los geht's. Oh, der Spielplatz ist abgesperrt. Ach komm, egal, wir klettern drunter durch. Jetzt du. Oh oh. Hey Kinder, was macht ihr denn hier? Wir wollten doch nur ein bisschen schaukeln und zwar so langweilig. Das kann ich gut verstehen, aber im Moment solltet ihr besser zu Hause bleiben, zum Schutz vor der Grippe. Das haben meine Eltern auch gesagt.
Das ist wirklich besser. In ein paar Wochen dürft ihr wieder so viel draußen spielen, wie ihr wollt. Wissen denn eure Eltern, dass ihr hier seid? Nö. Dann steigt mal schnell ein, wir bringen euch nach Hause. Sie machen sich schon bestimmt Sorgen. Hey, Peter. Ach, hier bist du. Ja, was ist denn? Du machst ja wirklich Wellness. Hab ich doch gesagt. Weißt du, wo Greta ist? Nee, wieso? Weil sie nicht in ihrem Zimmer ist. Und unten ist sie auch nicht. Wo kann sie denn sein? Wir müssen sie suchen. Ich zieh mich mal ganz schnell an. Ja, mach mal. Wo fangen wir an? Ach, ich hab da schon so einen Verdacht. Echt? Was denn für einen? Ja, Heinrich hatte vorhin angerufen. Aha. Ach, guck mal, wer da mit der Polizeieskorte nach Hause gebracht wird. Wenn ihr mich diesmal seht auf dem Bild, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Aber ich glaube, dieses Mal findet ihr mich nicht. Und vergesst nicht, uns kostenlos zu abonnieren. Bis nächste Woche. Tschüss.